Hallo, Servus bei Monaco. Du lückst schon, dass du wieder drauf geklickt hast. Ich bin im Deutschen Theater bei der Premiere, Europapremiere, überhaupt Premiere von Boybands Forever. Und hier wird schon gecrashed und geschrien am roten Teppich. Und da müssen wir jetzt auch durch die ganzen Menschenmasse. Und ich hoffe, wir kommen da ganz entspannt mal vorbei. Ihr seht jetzt gerade in die Ecke auch Premierengäste und gerade eben am roten Teppich vorbei. Und jetzt schauen wir mal einfach mal in rein und gucken, wen wir so alles hier kennen. Ihre Blicke waren schmachtend, ihre Choreografie war schweißtreibend, ihre Looks waren manchmal ziemlich merkwürdig, aber ihre Songs sind unsterblich. So, die Premiere ist vorbei. Ihr seht, hinter mir gehen die Gäste schon aus dem Deutschen Theater. Und ich muss sagen, Thomas Herrmann hat da ein Hammer-Ding gebracht. Ich war selten so entertained wie heute Abend. Klar, ich bin ein Kind der 90er Jahre, aber ich glaube, auch alle anderen haben sicherlich mega viel Spaß. Und ich muss sagen, ich glaube, mein Top-Boy von Boybands Forever war der John. Also schau ihn mal an. Mal gucken, wer euer Top-Boy ist. Also Top Boy. Naja, ihr wisst, was ich meine. Schaut euch einfach mal an und entscheidet selbst. Wobei ich sagen muss, der Lehmann, der Moderator, stiehlt dem Jungen schon fast die Show. Also der war hammerlustig, super geile Texte. Ich habe richtig gut gelacht heute Abend. Und klar, bei den ganzen Hits muss man natürlich mitsingen. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zur Aftershow-Party und werde noch ein Gläschen trinken, bevor es dann nach Hause für mich geht. Jetzt bin ich im Silbersaal vom Deutschen Theater und dort findet jetzt die Premierenparty statt. Die Aftershow-Party ist zu Ende. Es ist schon sehr, sehr spät geworden. Und bevor es noch später wird, verabschiede ich mich einfach mal bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.